Ich bin oft ziemlich schockiert über meine Bildschirmzeit und ich frage mich echt, wie das sein kann, dass ich in einem Tag 7 oder 8 Stunden an meinem Handy bin. Und ich denke, wenn du auf dieses Video geklickt hast, geht es dir genauso. Aber ich kann dir sagen, die Erkenntnis ist schon mal der erste Schritt zur Besserung und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Und der erste Punkt auf meiner Liste mit Tipps für weniger Zeit auf Social Media ist auch die Erkenntnis, denn du kannst nichts ändern, wenn du dir über das Problem nicht bewusst bist. Und deswegen ist der erste Punkt auf jeden Fall auch Selbstreflexion und einfach mal reflektieren über deine Zeit auf Social Media. Das heißt, du kannst überlegen, wie oft benutze ich diese App, warum benutze ich sie und was mache ich auf diese App? Finde ich das produktiv? Finde ich das vielleicht gar nicht so gut? Und was kann ich vielleicht stattdessen machen? Ich finde es sehr wichtig, mir über meine Zeit bewusst zu sein und zu wissen, was ich mit meiner Zeit mache. Und deswegen habe ich auch vor einigen Monaten angefangen, Time-Tracking zu betreiben. Das heißt, dass ich jede Minute meines Lebens tracke, um dann mit den Analysen zu gucken, was kann ich besser machen, wie kann ich meine Zeit besser nutzen und so weiter. Und ich habe dazu auch schon mal ein ganzes Video gemacht, also das kannst du dir sehr, sehr gerne angucken. Das heißt einfach Time-Tracking, wow. Und ich mag es sehr, einfach darüber zu reflektieren, was ich besser machen könnte und wie ich meine Zeit effektiver nutzen könnte. Der zweite Punkt ist, eine feste Handyzeit zu haben. Ich glaube, man nennt dieses Phänomen Infinite Pools oder Infinity Pools. Bei mir ist es auf jeden Fall, auf YouTube-Kommentare zu antworten oder auf Instagram-Kommentare zu antworten. Denn immer wenn ich eine Nachricht bekomme, habe ich das Gefühl, ich muss sofort draufgehen und sofort antworten. Und da ich aber für den Minutentag eine neue Nachricht bekomme bei YouTube, Instagram, WhatsApp und so weiter, würde ich das von meiner Zeit her gar nicht schaffen. Und es ergibt auf jeden Fall noch viel mehr Sinn, wenn ich eine feste Handyzeit habe und eine feste Zeit für Instagram-Nachrichten habe. Und deswegen mache ich das momentan auch so und versuche auch wirklich meine feste Zeit einzurichten für bestimmte Apps. Beispielsweise könntest du auch sagen, ich möchte jeden Morgen kurz meine WhatsApp-Nachrichten beantworten, ich möchte vielleicht jeden Tag um 21 Uhr mal durch alle Instagram-Stories durchskippen und gucken, was es Neues gibt. Dann seien wir mal ehrlich, ist es nicht nötig, dass du auf jede Nachricht sofort in der nächsten Sekunde antwortest und ich weiß auch, dass ihr es mich verzeiht, wenn ich euch nicht in den nächsten 5 Minuten auf den YouTube-Kommentar antworte. Und deswegen gibt es total viel Sinn, seine Zeit zu batchen und diese Aufgaben zusammen zu batchen. Ist batchen das richtige Wort? Ich glaube schon. Punkt 3 ist, dein Handy so wenig interaktiv und schön zu machen wie möglich, was erstmal ziemlich traurig und blöd klingt. Aber ich sage euch, die Creator der Apps haben sich mit den ganzen Farben, Animationen der Apps auf jeden Fall was dabei gedacht. Da diese Leute so ihr Geld verdienen, also diese CEOs und Gründer und Entwerfer und Creator dieser Apps, die verdienen damit ihr Geld, dass ihr so lange möglich auf der App drauf seid und deswegen wollen sie das natürlich so schön machen und haben bestimmte Algorithmen und haben bestimmte Funnels und so weiter, um euch so lange möglich auf einer App drauf zu halten, was ja auch erstmal total Sinn ergibt und was auch gut ist eigentlich, dass die App, ja, so auf euch angepasst ist und euch nur Sachen vorschlägt, die ihr wollt und die ihr sehen wollt, aber dadurch resultiert halt, dass wir ziemlich lange auf einer App drauf sind, dann immer wieder Sachen vorgeschlagen werden, die wir halt auch sehen wollen. Beispielsweise habe ich es so gemacht, dass ich mein Handy auf schwarz-weiß gestellt habe, dass ich nicht mehr diese ganzen interaktiven, schönen, engaging Farben sehe. Und deswegen habe ich gar nicht mehr unbedingt so den Drang, auf eine App raufzudrücken, da ich beispielsweise diese roten Zahlen über eine App nicht mehr so sehe, wenn ich eine neue Benachrichtigung habe. Und dieses Rote, das zieht mich einfach an, das zieht uns alle, glaube ich, an. Wir wollen einfach raufdrücken und diese rote Zahl wegmachen. Und ich habe mein Handy auf schwarz-weiß gestellt, um diese Sachen zu reduzieren. Aber es gibt noch viele weitere Tools, die du irgendwie aktivieren kannst und die du benutzen kannst, um dein Handy etwas weniger schön zu machen. Und ich habe dir diese auch schon mal in einem ganzen Video vorgestellt. Da kannst du auch sehr gerne mal vorbeigucken, denn da habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr darüber geredet, wie du dein Handy ein bisschen weniger schön machen kannst. Was ziemlich traurig klingt, aber eigentlich hilft es dir auf jeden Fall, wenn es um das Thema Produktivität und um das Thema weniger Handyzeit, Screentime geht. Ja. Ich glaube, der vierte Punkt ist einer der wichtigsten Punkte auf meiner Liste. Und zwar geht es darum, die Alternativen zu Social Media zu überlegen. Ich glaube, wir wissen oft gar nicht, was wir machen sollen, wenn wir nicht auf Social Media sind. Was auch ziemlich traurig ist und ziemlich erschreckend ist eigentlich. Und Social Media ist irgendwie wirklich so eine Sucht geworden und so ein krasser Teil unseres Lebens, zumindest meines Lebens geworden, dass ich oft gar nicht weiß, was ich ohne es tun soll. Und deswegen habe ich mir so einige Trigger und einige Gewohnheiten überlegt, die ich dann infolge dieses Triggers machen möchte. Das heißt, du kannst zum Beispiel sagen, immer wenn ich auf Snapchat gehen will, gehe ich für 5 Minuten in den Garten. Aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist.
Aber ich glaube, ich verstehe das Prinzip, was ich davon meine. Also immer, wenn ihr so diesen Drang habt, in eine App raufzugehen, überlegt immer, was du stattdessen machen kannst. Oder immer, wenn du auf Netflix gehen willst, kannst du stattdessen ein Buch lesen. Also auch wenn Netflix jetzt nicht zu Social Media gehört, aber ihr versteht ungefähr das Prinzip, hoffe ich mal. Falls das alles gar nicht hilft, müssen wir auch auf App-Blocker zurückgreifen. Und wie das schon sagt, geht es darum, deine App zu blockieren und zu blocken, dass du einfach keinen Zugriff mehr darauf hast. Ich persönlich kenne da die App Forest. Und bei der App Forest kannst du einfach einen Timer einstellen. Und in dieser Zeit wächst bei dir ein Baum. Und wenn du dann diese App verlässt und quasi auf eine andere Plattform, auf eine andere App gehst, stirbt dieser Baum. Und das wollen wir ja nicht. Und deswegen wollen wir auf der App draufbleiben und nicht in unser Handy gehen, damit unser Baum nicht stirbt. Es gibt ja wirklich noch ganz verschiedene Apps. Es gibt auch Apps, die wirklich dein Handy so blockieren, dass du nicht mehr auf eine App raufgehen kannst, bis der Timer abgelaufen ist. Also es gibt ja wirklich einen ganz großen Markt, eine ganz große Industrie, ein ganz großer Markt an diesen ganzen Sachen. Und ich glaube, was sechstens auch ziemlich sinnvoll ist, ist eine Handy-freie Zeit zu haben, zuzüglich zu der Handyzeit, die ich schon im zweiten Punkt angesprochen habe. War der zweite Punkt? Vielleicht war es auch der dritte Punkt. Ich habe es letztes Jahr so gemacht, dass ich immer nach der Schule mein Handy für eine Stunde ausgeschaltet habe und dann in dieser einen Stunde meine ganzen Hausaufgaben gemacht habe und alles weitere, was ich nochmal vorhatte und machen musste. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, da ich mein Handy oft brauche für Schulsachen und auch um zu arbeiten. Aber trotzdem mag ich diese Gewohnheit, mein Handy immer für einige Stunden auszumachen. Und ich würde es auch sehr gerne an euch weitergeben, denn ich denke, dass eine handyfreie Zeit, also eine konstante, immer wiederholende Gewohnheit, das Handy auszumachen und mal wegzulegen für einige Stunden, ziemlich sinnvoll ist, wenn es um das Thema weniger Zeit auf Social Media geht. Und ich denke, hierbei hilft es dir auf jeden Fall auch, eine feste Zeit auszusuchen, beispielsweise, wie gesagt, nach der Schule eine Stunde oder nach dem Abendessen für zwei Stunden oder ich gehe am Morgen gar nicht an mein Handy und gehe erst nach der Schule an mein Handy. Das kannst du ja ganz individuell machen, aber wenn es eine Gewohnheit ist, ist es auf jeden Fall viel einfacher, das zu etablieren. Und falls du Hilfe beim Thema Gewohnheiten brauchst, kannst du dir sehr gerne mal dieses Video hier angucken. Denn ich habe auch schon mehrere Videos zum Thema Gewohnheiten gemacht, wie du Gewohnheiten am besten etablierst, wie du dann wirklich auch an denen weiter festhältst, welche Gewohnheiten vielleicht am besten für dich sind und so weiter. Und falls dir dieses Video hier gefallen hat, könnten dir auch noch diese Videos hier gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Es freut mich sehr, dass du heute da warst. Abonnier doch sehr gerne meinen Kanal, falls dir das Video gefallen hat, denn auf meinem Kanal geht es auch genau um diese Themen, die ich auch in diesem Video angesprochen habe. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und freue mich sehr, dass du heute da warst. Tschüss!